Was bisher geschah in Gothic 3? Was willst du? Bring mir was über... Ich zeig mir das, genau. Zeig mir, wie ich eine reine Erzwaffe schmiede. Für eine Klinge aus reinem Erz musst du ein Gefühl entwickeln. Verwende nur die Rohstoffe, die dir angemessen erscheinen. Mit der Elite-Krieger keine Lust mehr hat, mit seinem Armbrust zu spielen. Dann nehmen wir uns den Anführer. Den Anführer. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 3. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, wo, jetzt hat es mal die Orks getötet. Ich meine schon, ne? Ja, wir sind ja direkt hier beim Feuerclan. Den Weg. Da haben wir direkt die Orks hier auseinandergenommen. Die waren nämlich hier unten lang. So, gut. Ja, da ging es nämlich runter zu den Orks. Die haben wir letztes Mal besiegt. Gut. So. Hirsch. Da ist noch ein Säbelzahntiger, sogar noch zwei unten, seltsam. Ja, das Thema mit den Hirschen ist wahrscheinlich noch lange nicht. So, komm mal her. Kommen wir uns erst bei den Säbelzahntiger hier. Gut. So, komm mal näher. So, der zweite kann jetzt auch gleich ankommen. Kann ich da nämlich direkt weitermachen. Nee, mein Freund. Das wird nix. So. So. Dann haben wir jetzt tatsächlich hier noch einen Troll stehen. Da sind noch Goblins. Und da sind Ripper. Und speichern wir doch mal. Gucken wir nochmal, was wir die Viecher hier kriegen. Komm her. Das sind vier Stück. Aber nicht zu weit. Verdammt! Okay, dann müssen wir uns jetzt erstmal wieder heilen, bevor wir bei der liebe Ripper uns noch getroffen hat. So, tuck, tuck, wo ist hier Tränke gegen Krankheiten? Wunderbar. So. Wollen wir uns mal den Troll holen, wa? Würde ich mal sagen. Ui, 35 Schaden machen wir mittlerweile. Das ist schon mal nicht schlecht, aber gegen den schwarzen Troll machen wir immer noch deutlich weniger. Junge, nee. Wunderbar. Das war der Troll. Wunderbar. So. Warum habe ich denn gerade so einen riesen Ausschlag gehabt, Alter? So. Haben wir da noch Goblins? Schwarzer Goblin, Goblin. Goblin. Was? Goblin, Schamane. Hirsch. Säbelzahn. Interessant.
Also, ein seltsamer Pilz. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, das ist der Pfad. Nein, hör auf damit. Nein, Mann. So. Das war das. Frag mich aber ernsthaft, wo noch Orks rumlaufen. So, hier lang geht's. Richtung die Säbelzahntiger und auch den Goblins. Ich einmal speichern. Komm mal her, damit ich weiß, wo du bist. So. Nicht zu weit. Ah, sind die anderen beiden auch schon hier. Verdammt. Hol dir den da. Oh, das sind auch noch so viele. Nein, Mann. Oh, der ist ganz knapp an mir vorbeigegangen. Nein. Eieiei, war das knapp. So. Damit sind sie alle vier. Tot. Wunderbar. Da hinten haben wir noch einen Säbelzahn. Gut. So. Ah, jetzt hier ist das. Okay. Naja. Hier ist unser Druidenfreund, ne? Alles voller Hirsche noch, ne? Ich mir teilweise, welche Hirsche sollen denn noch dazu gehören? Die Bisons. Also noch weiter Säbelzahn. Ja, der Beut schilt hier sein Leben, ne? Der hat gegen den. Ja. Ja, man kann ja die Kälte ertragen, kann ja auch so. Suche eher was anderes. Orks suche ich. Orks. Lol. Der ist dahin gewandert, wo ich den Hetzer getötet habe. Da ist er nämlich. Lol. Okay. Interessant. Dann halt nicht. Okay, jetzt ist die Frage, wo haben wir denn noch Orks versteckt? Okay. Gut. Da ist Xalas Turm. Dann konnten wir hier hinten noch irgendwo lang. Da waren aber auch keine Orks.
Ja, befreie Nordmar von den Orks. Aber ich finde keine Orks mehr. Das ist ja das Lustige. Er war genau getroffen. Ja. Es ist so problematisch, dass man hier alle Hirsche irgendwie dennoch jagen muss, weil man diese Hirschquest. Jetzt schieße ich da noch drüber. Schieße ich da auch noch zu wenig. Jetzt schieße ich komplett daneben. Ach, Mann. Ja, hier war das Orklager. Das haben wir so gut wie ausgelöscht. Also, das haben wir ausgelöscht, oder nicht? Hey! Weg. Double Kill. Wunderbar. Zwei Hirsche. Ich habe schon so viele Hirsche getötet. Das ist unglaublich. So. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo könnten denn noch Orks sein? Wir könnten einmal den Vater runtergehen beim Boss, klar. Da sind wir noch gar nicht lang gegangen. Hallo Bison. Ja, ja. Den Vater wäre ja gerade lang gegangen, da waren die vier See. Die Goblins habe ich jetzt keine Lust drauf. Da oben ist das Erz. Komm, wir teleportieren uns mal zum Wolfsclan. Und da werden wir dann ja. Hallo Eisgolem. So. Stimmt, wir haben aber hier ja noch ein Pfad voller hier. Nicht Goblins, aber auch Goblins, aber wir haben ja noch was zum Abhacken. Nichts zu holen. Eisenerz, 10 Erze. So, da ist noch ein Oger. Mehr du schwerfälliges Etwas. Komm her. Einmal noch. Wunderbar. Mit dem schönen. Jawohl, mit schön 103 Schaden. Ist der Ogre dann auch Geschichte. So. Nicht alles gucken. Hirsch? Da ist noch ein Oger.
110er Schaden. Na also. Wunderbar. Speichern. Ein Wollnashorn. Ein paar mehr Wollnashörner. Das ist mir. Also noch ein paar Hirsche. Und da noch Eiswolf. Ist ja. Hallo. Hallo. Er treibt es auch langsam, ne? Ich glaube, es hackt. Speichern. So. Hier ist es verdammt grün. Interessant. Ja, klar, der ist nicht alleine. Oh, jetzt trifft er mich auch noch. Das gibt's doch wohl nicht. Verdammter Ripper. Das einzige, was so nervig ist. Und die Goblin-Schamanen. Die ist auch nervig. So. Haben wir einen Trank gegen Krankheiten. Oh, und sind die Säbelzahntiger. Oh. Das war Nummer. Oh no! Und jetzt kommt noch Nummer. Press. Nee, DOS. Uno, DOS, Press. Na komm. So. Und wir sind auf der Suche nach Orks. Wir sollen Nordmar befreien. Dann denke ich mir so, ja schön, wir sollen Orkmar befreien, aber... Tja. Oh, guck. Ich glaube, das ist einfach nur der Pfad, dass man hier so vorbeilatschen kann. Mehr ist das nicht. Nee, kommst jetzt da oben lang, wo ich gerade rausgekommen bin. Also nichts Besonderes, ne? Nichts Weltbewegendes. Aber da geht's auch weiter. Man hört hier Ripper. Hallo Schätzeleins, wo seid ihr denn? Der Suche nach Orks. Ist toll. Sind da unten. Du bist so, als wärst du alleine.
Frag mich aber, wenn er jetzt. Also. Ja, wir kommen jetzt wieder ins Mittelland von hier aus. Snapper! Aber das wollten wir doch eigentlich gar nicht. Wir wollten doch gar nicht wieder ins Mittelland. Aber schon mal interessant zu wissen, wo man, wie man überall nach Nordmark kommt. Man muss nicht unbedingt über die Stadt mit dem Pass hier ist. Junge, warum triffst du mich? Ich glaube, es hackt. So, was haben wir denn hier? Das sieht aus, als wäre hier eine Höhle. Ja, das ist eine Höhle. Und wieder dürfen wir einen kranken. Aha. Scheiß Ripper. So, einmal abspeichern hier. Gucken wir mal. Interessant. Wo man hier überall lang kommt, ne? Was man hier alles findet, ist auch alles wunderbar. So. Aber auch nichts Besonderes, auch keine Orks. Ich suche Orks. Ja, ist der Pass, ich weiß. Sag mal, haben wir eigentlich schon das Buch gelesen? Heißt schon gar nicht mehr. Es ist unglaublich, dass ich das nicht weiß. Sag mal eine Ware. Was hast du denn so? Eine Paladin-Rüstung. Meine jetzige Rüstung. Ja, die Nordmar. Die leichte Nordmar-Rüstung kann ich dir gerne verkaufen. Paladin, ich habe das selber schon. Eine Holzschilder müssen weg. Meine jetzige Rüstung hat doch. Nö. Schwere. Die Paladin-Rüstung ist tatsächlich noch ein bisschen besser. Weiß ich schon gar nicht. Wie gesagt, ich bin schon wieder Tal in der Spur und ich sehe schon wieder nichts. Wobei ich meine, wir waren doch schon hier, oder? Hoppala. Das werden wir gleich sehen, sobald wir da unten Leichen sehen. Dürfen nämlich nicht verschwunden sein. Ah, nee. Hallo! Auf geht's! Speichern wir und lesen die Chroniken der Herrschaft. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte, und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden, und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan, und es war der Clan des Feuers. Da! Los, an die Wand mit ihm, damit er sich nicht mehr verteidigen kann. Jawohl. Nieder mit dir, du niedriger, verdammter Dämon. Nein, hör auf, mich zu hauen. Los jetzt. Jawohl, und weg ist das. Weg ist er, ja. Ha, diese Bogenschützen.
Oh. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Kann ich das? Nein, das kann ich nicht überspringen. Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden. Und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. Da! 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 Nein, hör auf! Da. Nein, hör auf damit! Da! Geh zurück und da. Geh sterben, verdammt! Da. Eieieiei! Verdammten Skelette! Und wieder. Akasha war angewiesen, im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte. Ja. Und Akasha sah. Ich will gleich speichern. Der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden. Und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. Oh, Scheiße! Oh, nee, ich wollte da alle guten Dinge sind drei. Ich wollte jetzt speichern. Jetzt muss ich das nochmal lesen. Akasha war angewiesen, ja, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte, und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden, und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. Speichern. Oh, verdammte Skelette. Du bist jetzt der Erste, der dran ist. Da. 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 Hallo. Da. Meine Güte. Da. 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 So. Dummy nochmal. Okay. Interessant. Der Dämon wird als Tier angezeigt. So. Ich werd nicht mehr. Ich werd nicht. Ich werd nicht mehr. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich habe tatsächlich nicht gespeichert, nachdem ich mich da oben geheilt habe. Ich werd nicht. Ja, jetzt warte. Ja, verpiss dich. Ich muss erstmal diese verdammten Skelette ausmerzen hier. Da. Komm her. Da. Da. Oh. Meine Güte. Ja, komm her. Jetzt piekst du mich auch noch. Da. Ich glaube, es hackt hier. Wir sterben, du blödes Skelett. So.
speichern. Sonst kommt dieser verdammte Dämon dran. Hallo, steck die Fackel weg. Es geht darum, dass ich mit dem Schild mehr aushalte. Hallo. Oh, weg mit dir. Und dann ist auch das wunderbar. Ein Dämonenhorn bekommen. Wunderbar. Das waren die Chroniken von Myrtana. Hat nichts Besonderes. Die Buchstände habe ich schon gelesen. Gut, meine Freunde. Damit haben wir auch das hinter uns. Okay. Weiß gar nicht. Akasha legte das in den, ja, den Tempel und das Wasser tobte und er wanderte nach oben in das eisige Gebirge und plünderte, gründete einen Clan. Dieser Clan war der Clan des Feuers. Ja gut. Dann müssen wir wohl mal zum Clan des Feuers nochmal gehen. So, erstmal hier noch einen Heiltrank schlürfen. So. Ja, das machen wir noch eben. Wir teleportieren uns noch eben zum Clan des Feuers und dort werden wir dann einmal die Folge beenden, meine Freunde. Hallo. Gut. Also, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Kommentar da und eine Bewertung. Würde ich mich sehr darüber freuen. In der nächsten Folge werden wir nochmal gucken, ob irgendwas Informationstechnisches gibt wegen Akasha oder wo die letzten Orks sich noch rumtreiben und ja. Wir müssen Lia noch einen Teleportstein geben, aber wenn die mit Liti das Teleportstein gehen, dann werden wir auch direkt, will er wahrscheinlich auch direkt zum König. Ja, also wir haben noch einiges zu tun und ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch so gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ihr könnt gerne noch dort auf die Playlist gucken. Gothic 3, Entschuldigung. Und darüber mein Nebenprojekt Age of Abyss 2, die Divinity Edition. Und ja, meine Freunde, ich verabschiede mich jetzt von euch und sage tschüttele, haut rein, ich bin Herz und bis dann.